naturell. Mama, es geht dir nicht gut. Du musst gepflegt werden, du bist krank. Bin ich nicht? Hier in diesem Befund steht es schwarz auf weiß. Bitte, lies. Das ist nicht mein Befund. Sie haben dir einen Befund eines anderen gegeben. Regina Giannelli. Du heißt mit Vornamen Regina und mit Nachnamen Giannelli. Die weißen Blutkörperchen von Frau Regina Giannelli sind dabei, die roten Blutkörperchen der besagten Dame aufzufressen. Seit wann schreibt man Befunde in diesem Stil? Das war eine Zusammenfassung von mir. Das ist der Kern, verstanden? Du schläfst und sie fressen. Du gießt Blumen und sie fressen. Du isst und sie fressen weiter. Die reinste Tischgesellschaft in dir und außer dir. Du bist so fröhlich, als hättest du im Lotto gewonnen. Was soll ich tun, Alfredo? Ich will ja aus dem Fenster springen, aber leicht wie ich geworden bin, wird mir vielleicht gar nichts passieren. Ich pralle auf wie ein Ball und fliege zurück auf den Balkon. Mama? 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 Heute am 2. April beginne ich mit den Notizen über die Krankheit und den Tod meiner Mutter. Ich sprang vom 20-Meter-Brett. 40. 15. Wie die Pinguine schossen sie hinter mir her. Wer? Ja, die jungen Männer. Ah, und da passiert es dann. Nadie me ha visto salir si no fui vos. Was sie sonst tut? Seit neuestem strickt sie einen Pullover für mich. Orange, schreckliche Farbe. Hörst du mich? Schläfst du schon? Jetzt nicht mehr. Was geht's? Nichts. Ich bräuchte dich einen Moment. Ist dir nicht gut? Was willst du? Ich möchte nur, dass du das vor der Zeit antwortest. Mitten in der Nacht? Niederträchtig. Ah, und über den Tod der Mutter zu schreiben, das ist nicht niederträchtig? Mama, es geht mir nicht gut. Mir geht es gar nicht gut. Und sowas will mich pflegen. Da haben wir es, der Blinde und der Lahme. Geht sehr gut. Sie hat wieder eine Glycinie am Balkon. Und morgen gehst du. Wer weiß, ob ich dich wiedersehe. Was glaubst du denn dann? An die Sonne. Trotzdem hast du uns Kinder immer in die Kirche mitgenommen. Warum? Ich habe immer in die Berge mitgenommen. Warum seid ihr keine Bergsteiger? Ist der für mich? Weißt du was? Ich schenke dir auch was. Wieso mir? Du hast deinen Geburtstag. Schön wie die Mutter.
Was ist das? Was wird's schon sein? Der Titel, oder? Oder wir? Halt! Ich nehme es mir zurück! Dann brenne ich den Pullover auf! Da waren wir zu dritt. Die Verzweiflung hatte sich zu uns gesellt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du unserem neuen Papst nicht viel Sympathie entgegenbringst. Das ist Sünde. Sieh zu, wie du das wieder gut machst. Du hast keinen Sohn zustande gebracht, sondern einen Hosenscheißer. Näglein. Mit Näglein.